Sapiens Parabellum besteht aus unterschiedlichen Charakteren mit verschiedenen Interessen. Aber es gibt Dinge, die uns alle verbinden. Eines davon ist das Thema Jagd und darüber sprechen wir heute mit Eva Erlacher. Willkommen zu unserer ersten Gesprächsrunde von Sapiens Parabellum. Heute über das Thema Jagd und dazu haben wir uns eine Spezialistin aus dem Bereich eingeladen, die Eva. Du bist leidenschaftliche Jägerin und auch Juristin für Waffen- und Jagdrecht. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Du wirst uns ein bisschen heute was zu diesem Thema erzählen. Fangen wir mal an mit, du hast den Jagdschein ja relativ spät gemacht. Was war deine Motivation dazu? Die Motivation bei mir war ursprünglich eigentlich nicht auf die Jagd zu gehen, sondern da bin ich dann erst später reingekippt. Aber bei mir ist es so, dass meine Familie ein bisschen Grundbesitz in Kärnten auf der Saualm hat. Und ich wollte mich mit dem heimischen Wild auskennen, so quasi wann gibt es Kitze, wann setzt das Rehwild, wann kann ich Abwurfstangen suchen gehen, wann wirft der Hirsch ab, wann wirft der Rehbock ab. Und ich kenne mich selber gut genug, um zu wissen, dass ich jetzt nicht ein Fachbuch hernehme, das aufmerksam durchliest und mir das alles merke, sondern ich brauche so ein bisschen diesen Prüfungsdruck, damit okay. Ich irgendwas lerne, damit ich auch irgendwas behalte. Deshalb habe ich dann die Jagdprüfung gemacht. Und mein Vater hat dann dem Jagdverein, wo wir eben unsere Almhütte haben in Kärnten, gesagt, dass die Eva, die kleine Eva, jetzt den Jagdschein hat. Und die kennen mich dort ja, also ich bin dort quasi aufgewachsen, die kennen mich aus meinen glorreichen Windelzeiten schon und die waren dann ganz begeistert, dass ich jetzt den Jagdschein habe. Und die haben dann eigentlich angefangen, mich mitzunehmen. Und die haben mir dann die Jagd gezeigt, wie sie halt auch in der Praxis wirklich abläuft, wie das alles funktioniert, haben mir die ganzen Zusammenhänge erklärt und die haben mir dann eigentlich dazu gebracht, dass ich auch wirklich zur Jagd gehe. Mhm. Findest du, dass es einige Leute gibt, die so denken, die so zu dieser Materie kommen, weil es gibt ja einen wahnsinnigen Anstieg jetzt wieder an Jagdkarten, die Frauenquote steigt. Auf Instagram findet man immer mehr Accounts, die sich um das Thema Jagd drehen. Siehst du das auch so? Gibt es da einen Anstieg am Interesse der Jagd? Für mich sehr schwierig zu beantworten. Natürlich, seit ich selbst Jägerin bin, habe ich mit dieser Materie viel mehr zu tun. Der Freundeskreis sind viele Jäger mittlerweile. Man ist einfach in dieser Gesellschaft dann drinnen. Man hat automatisch mehr mit Jägern zu tun. Von den Zahlen her natürlich, wenn man sich die Jagdkurse anschaut oder auch die Zahlen an Jagdkarten, die jährlich ausgestellt werden, die Zahl ist steigend, auch bei Frauen, also auch die Frauenquote nimmt zu. Und ja, ich denke schon, dass da definitiv mehr Interesse besteht. Es ist auch mehr in den Medien, wird darüber berichtet, ob positiv oder negativ, sei es mal dahingestellt. Aber es ist sicher ein Thema, was immer mehr Leute interessiert. Ich persönlich habe ja auch die Jagdkarte gemacht, vor circa 2 Jahren. Und bei mir war einfach das Interesse daran, dass es einfach die älteste und die ursprünglichste Form der Nahrungsbeschaffung ist. Mich hat das Thema an sich einfach fasziniert. Jetzt auch vielleicht als Gegengewicht, wieder mehr bewusste Ernährung und so weiter, weg von Massentierhaltung, weg von in Plastik eingepackten Produkten in Supermärkten, wo die Leute das komplett gewissenlos kaufen. Und gar nicht mehr verstehen, dass da eigentlich ein Lebewesen dahinter ist, dass es ein Tier ist, was sie da jeden Tag essen. Und ich habe auch letztens so eine Grundsatzdiskussion mit jemandem geführt, der meinte, dass Jagd etwas sehr Unnatürliches ist. Und ich sage, ich finde das wesentlich unnatürlicher, wie moderne Massentierhaltung funktioniert. Und generell Interesse an dem ganzen Brauchtum, an der Ethik von der Jagd. Findest du, dass das auch ein bisschen ein Gegengewicht ist? Oder sagen wir so, es gibt diesen veganen Lifestyle jetzt ein bisschen, wo die Leute sich bewusster mit Ernährung auch auseinandersetzen, mit wo kommen die Lebensmittel her, dass das bei den Jägern auch vielleicht so eine Motivation sein könnte, bewusstere Ernährung? Würde ich sogar Parallelen ziehen, ja, zwischen den Veganern und den Jägern in gewisser Weise, weil beide Gruppen beschäftigen sich eigentlich intensiv damit, wo kommt meine Nahrung her, wo kommt das her, was quasi bei mir im Teller liegt. Ja. Man entscheidet sich dann halt in unterschiedliche Richtungen, aber ich habe auch sehr viele Freunde, die sich genau deswegen eigentlich für den Jagdschein entschieden haben und deshalb auch viel jagen gehen, weil sie eigentlich
hauptsächlich selbst erlegtes Wild essen wollen, selbst erlegtes Wildfleisch quasi. Ist bei mir nicht viel anders. Also ich muss sagen, seit ich den Jagdschein habe, habe ich, glaube ich, kaum bis gar kein Fleisch mehr im Supermarkt gekauft. Natürlich, wenn ich jetzt ab und zu ein gutes Steak haben will, wenn man essen geht, oder wenn man essen geht, dann natürlich, dann bin ich jetzt definitiv kein Vegetarier. Aber das Fleisch, was ich zu Hause zubereite, ist hauptsächlich Wildfleisch. Grundsätzlich, du hast ja auch dann die Kontrolle eben von der Wiese bis zum Teller. Weißt du, dass es wirklich 100% Bio ist, dass es, sag ich mal, ethisch auch korrekt ist. Und ja, sehr interessanter Punkt sicher. Wie findest du, hat Jagd dein Leben in gewissen Bereichen ein bisschen verändert oder deine Einstellung zu gewissen Dingen? Jagd, also bei mir hat es mein Leben in sehr vielen Bereichen geändert oder auch meine Einstellung. Ich bin grundsätzlich ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und das ist bei der Jagd nicht anders. Also ich bin ja total reingekippt in diese Sache, muss ich sagen. Mein Freundeskreis besteht aus sehr vielen Jägern. Ich bin auch im Jagdverein dabei. Mein Freund ist auch Jäger. Also ich verbringe sicher so gut wie jedes Wochenende irgendwie jagdlich. Okay. Und auch unter der Woche teilweise. Es ist sehr zeitintensiv natürlich, vor allem wenn man in irgendeinem eigenen Revier quasi tätig ist, so wie ich bin im Jagdverein in Kärnten. Da kommen diese ganzen Hegemaßnahmen, die notwendig sind, dass man Salz austrägt oder Fütterungen beschickt, was hinzukommt. Das ist alles extrem zeitintensiv. Also ja, das beeinflusst natürlich die gesamte Freizeitgestaltung. Das wäre auf jeden Fall so eine Frage auch gewesen, weil Jäger haben ja auch Pflichten und Aufgaben. Es ist jetzt nicht nur so, dass man kurz mal einen Lodenhut aufsetzt, Jäger ist für ein paar Stunden und dann wieder nach Hause geht mit einem Stück Fleisch. So ist es ja nicht. Du verbringst ja wirklich viel Zeit draußen, eben auch mit Hegen und Pflegen von Wild und Wald. Und es ist weniger ein Hobby, sondern wirklich mehr ein Lifestyle. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Würdest du es auch so sehen? Es kommt natürlich immer darauf an, wie der einzelne Jäger das auslebt, ob man auch die Zeit hat und ob man ein eigenes Revier hat. Aber wenn man ein Revier hat, das man betreuen muss und will, dann ist es extrem zeitintensiv. Und also schon allein von Fütterungen oder Hochstände herrichten, Fütterungen bauen, das ist alles extrem zeitintensiv und bei mir bestimmt es schon den Großteil der Freizeit. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, wir haben ja in Österreich eine Zwangsbejagung, wir haben das System der Zwangsbejagung, das heißt, jedes Jagdrevier, das in Österreich existiert, muss bejagt werden. Von dem her muss man eigentlich den Jägern auch dankbar sein, dass sie das übernehmen, weil es kostet sehr viel Freizeit, ja, wenn nicht sogar die ganze. Ja. Es gibt den Spruch beim Militär, die halbe Zeit des Lebens wartet der Soldat vergebens. Ist das beim Jäger auch so? Oder? Nein, ich würde sagen, es ist mehr als die halbe Zeit. Also es kommt natürlich immer darauf an, was man für Jagdrevier hat, was gerade Jagdsaison hat, also was für Wild man erlegen kann. Wir sind ja auch an Schuss- und Schonzeiten gebunden. Man kann ja nicht rausgehen im Wald und schießen, gelernt, was halt gerade kommt. Aber wenn ich überlege, wie viel ich in meinem Leben schon Stunden auf Hochsitzen gesessen bin und nichts gesehen habe oder nicht das Richtige gesehen habe, was ich hätte erlegen können, ja, das summiert sich. Also nicht einmal meine Schwester versteht das. Die hat teilweise auch schon an meinem gesunden Geist gezweifelt. Aber ich habe wahrscheinlich noch nicht so viel Zeit auf Hochständen wie du verbracht, aber sicher auch viel Zeit im Wald mit Warten. Die Zeit ist grundsätzlich, bereust du die? Nein, es war trotzdem Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen, in sich zu gehen ein bisschen, aus einer philosophischen Warte her. Man ist in der Natur draußen, also ich muss sagen, es gibt keinen einzigen Ansatz, den ich bereue. Vielleicht den einen oder anderen im Winter, wenn wirklich kalt wird, dann denkt man sich schon so nach 2-3 Stunden, warum haben wir das jetzt eigentlich angetan, dafür, dass nicht einmal ein Hase vorbeigekommen ist. Aber grundsätzlich, ich bin sehr gerne in der Natur. Ich glaube, das ist jeder, der einen Jagdschein macht und der wirklich aktiver Jäger ist. Und dann natürlich, man genießt den Ansitz. Und auch wenn man nur ein Wild sieht, wo man weiß, das ist jetzt gerade geschont und wo man nicht einmal die Intention hat, vielleicht sogar heute etwas zu erlegen, ist die Zeit, die man im Wald verbringt, am Feld verbringt, auf jeden Fall sinnvoll und schön. Was würdest du als deine schönste Jagderinnerung beschreiben, jetzt vielleicht als Belohnung für die ganzen mühevollen Stunden? Die mühevollen Stunden, ja. Das wäre der Hirsch heuer bei mir daheim auf der Alm.
Den habe ich 200 Meter hinter meiner eigenen Almhütte quasi erlegen können. Okay. Und das ist für mich immer das Schönste, wenn ich quasi zu Hause irgendwas erlegen kann. Alles klar. Generell für junge Leute jetzt, die sich an das Thema Jagd ein bisschen heranwagen, was würdest du denen empfehlen, oder vielleicht erzählen wir ihnen generell mal ein bisschen, was kostet die Jagd, wie lange dauert so ein Jagdkurs eigentlich, wie kommt man zum Jagen? Wie kommt man dazu? Bei vielen ist es so, die kommen aus Jägerfamilien, da gibt es überhaupt keine Frage. Da quasi an die richtet sich das jetzt wahrscheinlich auch eher nicht. Kommt man mit der Waffe auf die Welt, so auf die Art. Die gibt es natürlich, die damit einfach groß geworden sind, und viele, die es eben erst später machen, so wie bei mir, da muss es halt einfach, es muss auf jeden Fall das Interesse da sein, weil so ein Jagdkurs kostet auch einige 100 Euro, und dann hat man aber nur mal den Jagdschein, dann ist man auch weit davon entfernt, da wirklich aktiv zur Jagd gehen zu können. Wenn man dann auch noch sagt, man will ein eigenes Gewehr haben und Fernglas, und dann braucht man auch die richtige Ausrüstung, da ist man dann schon bei etlichen 1000 Euro, die man quasi investieren muss. Und das Wichtigste, was man halt braucht, ist einmal die Möglichkeit, irgendwo rauszugehen, irgendwo mitgenommen zu werden. Mhm. Weil der Jagdkurs, den zu machen, ist zwar schön und gut, aber das ist halt reine Theorie im Endeffekt. Ja. Wenn man dann einmal wirklich draußen ist im Wald, schaut das wieder ganz anders aus. Und da braucht man schon irgendwie jemanden, oder zumindest die Möglichkeit, dass man irgendwo mitgehen kann, dass ihn irgendjemand einmal mitnimmt und da ein bisschen was beibringt. Und das sind schon so Dinge, die man sich meiner Meinung nach davor halt überlegen muss. Mm, absolut. Du hast den Jagdkurs in Wien gemacht, ich glaube immer so Wochenends? Nein, Wien war es damals unter der Woche. Ich glaube abends. Drei Abende. Ja, okay. Unter der Woche immer 3 Stunden Theorie. Also ich hatte das Glück, es gibt ja auch so quasi Jagdkurse, die sich auf einen anpassen. Ich habe das so einen Intensivkurs gemacht in 2 Wochen. War für mich auf jeden Fall super interessant, weil ganz neue Themen, man sieht, wie vielschichtig eigentlich dieses Thema ist, was man da eigentlich alles können muss. Tontaubenschießen ist interessant, generell, man lernt viel Neues. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn er sich dafür interessiert, den Jagdkurs zu machen, ist nicht wirklich aufwendig. Je nachdem, wie weit man dann weitergeht, muss dann jeder für sich selber entscheiden, Zeit- und Kostenfaktor natürlich berechnen. Vielleicht noch, was hältst du von Jagdtourismus, Trophäenjagd generell? So als unangenehme Frage. Nein, ist gar nicht so unangenehm. Ist aber natürlich eine sehr schwierige Frage, weil der Trophäenjäger und der Jagdtourismus ein sehr, sehr weiter Begriff ist. Wenn man jetzt hernimmt in Österreich, ich würde mir jetzt gar nicht ausnehmen von dem Wort Trophäenjäger, weil ich hänge mir meine Jagdtrophäen genauso an die Wand. Also müsste man sagen, bin ich auch schon ein Trophäenjäger. Es gehört in Österreich eigentlich auch dazu. Das ist so unser Brauchtum, unsere Kultur, dass ein Wild, das erlegt wird, wenn es ein Trophäenträger ist oder gewesen ist, dass man sich das an die Wand hängt. Stimmt. Das ist bei uns quasi normal. Was die anderen vielleicht eher verurteilen oder was grundsätzlich auch durchaus zu verurteilen ist, ist vielleicht der eine reiche Geschäftsmann, der einmal im Jahr seine Waffe hernimmt, ins Ausland fliegt und zigtausend Euro dann den Abschuss kauft, vielleicht nicht einmal gut schießen kann, dann vielleicht auch noch schlecht schießt, weil er eben nur einmal im Jahr schießt. Genau. Sowas ist natürlich schon in gewisser Weise zu verurteilen. Aber grundsätzlich muss man das halt immer im Einzelfall, finde ich, betrachten. Und das Wort Trophäenjäger muss man schon auch von mehreren Seiten betrachten, meiner Meinung nach. Absolut. Ich hätte das jetzt auch, mein erstes Bild zum Wort Trophäenjäger wäre jetzt quasi auch, wie du es beschrieben hast, gewesen. Sowas verurteile ich natürlich absolut, und das ist auch nicht weitmännisch, finde ich, und entspricht auch dem Wesen des Jägers an sich, der sein Wild hegt und pflegt, auch überhaupt nicht. Schwarze Schafe gibt es halt überall, auch bei den Jägern. Genau. Eine Frage, die wir jetzt immer am Ende noch stellen: Was hast du für Waffen, womit jagst du, und generell, was ist deine Lieblingswaffe? Also was Waffen angeht, bin ich sehr flexibel, muss ich zugeben. Also da würde ich mir jetzt gar nicht so auf eine bestimmte Waffe festlegen. Selber habe ich eine alte Steyr Luxus, Steyr SM12 und eine Sauer 202 als die Jagdwaffen, die ich meistens führe. Eine Flinte habe ich auch, aber das ist eher so eine Hassliebe, also die trage ich ab und zu spazieren. Ja, ich weiß, ein Federwild wird bei mir grundsätzlich eher geschont, also da ist auf der Seite viel mehr Platz, um vorbeizuschießen. Ich bin eher so die Kugeljägerin.
Und ich muss aber sagen, ich habe kein Problem damit, an R8 zu schießen oder eine Sauer 404. Das mache ich auch sehr gerne. Also da bin ich sehr flexibel. Mit der Flinte schaust du auf jeden Fall gut aus, das Foto habe ich gesehen auf Instagram. Danke. Gut, damit sind wir eigentlich schon am Ende mit unserem kleinen, feinen Jagdgespräch. Wenn es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare posten. Folgt der Eva auf Instagram, Austrian Huntress, wenn ihr mehr von ihr sehen wollt. Und ihr könnt auch noch Vorschläge machen, wie wir diese Gesprächsrunden in Zukunft nennen werden. Und ansonsten bedanke ich mich für dein Kommen. Danke an Austria Amst, dass wir hier wieder drehen durften. Und bis zum nächsten Mal.